Hallo, 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 willkommen weiter geht's mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, es ist der 5.8.2013, es ist 20:56 Uhr, warum ich das jetzt hier sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe mal wieder das Headset nicht auf, deswegen höre ich keinen Spielsound, ich hoffe mal, dass ich auch nebenan noch, während ich Hero Zero ein bisschen noch klicke, denn ich muss Hero Zero fertig werden. Was dann auch auffällt, jetzt ist natürlich ein anderes Thema wie Shakes and Fidget, aber Hero Zero braucht so viel Zeit. Egal. Wir können da schon mal kurz ein paar Themen ansprechen. Übrigens nochmal Dankeschön an alle, die mich auf Facebook geliked haben. Ich gehe da mal drauf und wie wir sehen, ich habe schon über 1000 Likes, 1002 Likes. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Dankeschön. Wer es noch nicht gemacht hat, kann mal vorbeischauen. Facebook.com/Zuschauer99, der Link in der Videobeschreibung. Und dort habe ich auch ein paar Themen, die ich sonst so anspreche, wie zum Beispiel, gerade eben habe ich hier ein interessantes Produkt entdeckt, was ich mir vielleicht sogar zulegen werde. Als Zweitgerät ein Laptop bzw. ein Ultra, nennt man das Ultrabook? Ich glaube schon diese dünnen Dinger. Jetzt sagen viele, Lars, nee, also ich bin der erfahrene Notebook-Experte und ich kann dir dieses Gerät nicht empfehlen. Dann schreib doch deine, sage mal, deine Meinung bzw. dein Fachwissen auf Facebook. Ich würde das gerne wissen. Ich habe echt keine Ahnung von Notebooks, von Ultrabooks, von shitty shut fucking shitbooks. Dann schau auf Facebook vorbei. Dort ist das Thema zurzeit angesprochen. Und ich brauche auf jeden Fall technischen, erfahrenen, hochprofessionellen Rat von dir alleine. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe was vergessen anzumachen. Warte mal eben. So schnell macht man das an. Sehr schön. Hat man es gerade gehört, diesen Nice? Ich hoffe es doch mal. Ich habe es nicht gehört. Oh Mann, ohne. Egal. So, Server 22. Ja, was ist auf Server 22 los? Boah, mir ist so heiß. Server 22, dort können wir was hineinschmeißen. Vielleicht sowas mit Stärke. Ja. Warum denn nicht? Aura 18 bald. Ab Aura 18 können wir ja immer spülen. Wer hätte es erwartet, wenn das Klo voll ist? Und dann bekommen wir zu 100% ein Epic, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe noch bislang noch keinen Charakter, wo ich Aura 18 habe. Ein Ausdauertrank. Aber das fehlt mir doch alle. Ich wollte gerade einen Stärketrank nehmen. Den wollte ich verkaufen. Das hätte natürlich doch schief gehen können. Freundschaftsding der Neue. In der Gilde haben wir einen Kampf gegen Lichtkrieger. Da höre ich doch den Sound. Ich höre ihn doch. Der Sound ist vorhanden. Lichtkrieger. Oh, wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Ich glaube, wir haben gewonnen. Dann Ausnahme 9. Wunder in der Nähe, da muss ich blablabla. Okay. Melden zum Angriff gegen Merlins Meister. Merlins Meister. Merlins Meister. Ich habe auch kurz eben Hero Zero angesprochen. Jetzt sagt ihr bestimmt, Lars, warum sprichst du Hero Zero an? Wir sind hier in Shakes & Fidget. Aber es gibt schon wieder ein Beispiel. Bei Hero Zero ist schon wieder das nächste Event da. Und deswegen möchte ich gerne darüber sprechen, denn ich möchte es gerne so auf Shakes and Fidget beziehen. Dort ist so ein Sommer-Event, wo an bestimmten Tagen bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, da hat man doppelte quasi Abenteuerlust. Für einen Tag kann man doppelt so viele Angriffe und so weiter machen. Und allen Scheiß auf jeden Fall. Da gibt es richtig geile Sachen. Es gibt sogar extra. Wie nennt man das? Heldentaten, die eingeführt sind, nur wegen diesem Sommer-Event zurzeit. Es gibt extra Preise, es gibt extra Epics, es gibt extra alles. Und warum baut man sowas nicht in Shakes and Fidget ein? Warum? Das ist so gut in Hero Zero. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber Hero Zero bietet so mehr Abwechslung zurzeit wie Shakes and Fidget. Es tut mir leid, wenn man ein Char hat, wie ich 286, wenn ich 300 erreicht habe, habe ich den Großteil von diesem Spiel fertig. Leute. Shakes and Fidget, patch doch was Neues rein. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber wenn man mal so hoch ist und schon etwas länger spielt, dann kann man nichts mehr machen, denn es ist immer das Gleiche. Wirklich, immer das Gleiche in Shakes and Fidget. Und Hero Zero bietet dadurch wesentlich mehr Abwechslung. Es ist einfach so. Punkt. Jetzt sagt ihr bestimmt, ich hasse Hero Zero, ich finde es scheiße, ist nur ein Klon von Shakes and Fidget, dann findet ihr es scheiße. Aber meiner Meinung nach bietet Hero Zero wesentlich, also zur Zeit noch, ich spiele Hero Zero nicht so lange. Könnte auch daran liegen, dass ich zurzeit einen kleinen Hype habe wegen dem Spiel. Aber meiner Meinung nach bietet es halt mehr Events, es bietet mehr für die Community und es ist abwechslungsreicher zurzeit. Natürlich, wenn man dort auch das meiste geschafft hat, ist auch mal das Gleiche. Jedes Jahr, oder was weiß ich, bei den Events ist ja hier auch. Aber ich finde es cool. Also so extra Belohnung, extra Heldentaten, extra das und extra, da kommen Schurken und extra so ein Shit und das ist halt cool. Da macht es auch Spaß, sagt man sich, wann kommt denn der nächste Schurke bei Hero Zero? Bei Shakes & Fidget sagt man sich nur, bin ich mit der Ado fertig? Na, bin ich. Also ich bin fertig, ich brauche eh nichts mehr machen, denn hier ist ja nichts. Man muss ja nicht, man wird ja quasi nicht mehr an das Spiel so richtig
sag ich mal, man wird quasi nicht mehr gezwungen, es zu spielen. Man will es nicht spielen. Beziehungsweise man will es doch spielen, aber man hat diesen Drang nicht, alle jede Stunde nachzugucken, ob ein Schurke oder so kommt oder ein Special Event bei Shakes & Fidget. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich werde jetzt nicht Shakes & Fidget hier schlecht reden. Es ist auch ein großartiges Browser-Game. Das wohl beste Browser-Game, was es zurzeit gibt, mit. Aber ich möchte gerne mal so, dass es ein bisschen besser wird. Es kann alles besser werden und ich würde mich echt freuen, wenn mal wieder ein paar richtig coole Events eingeführt werden oder neue Dungeons oder ich weiß auch nicht. Der Turm war schon eine sehr geile Idee, muss ich sagen. Und ich hoffe mal, dass in sowas wie der Turm bloß halt öfters umgesetzt wird und noch andere Events, andere Special-Gegner, die halt so reinkommen. Das würde mir auf jeden Fall Spaß machen, beziehungsweise noch mehr Freude an dem Spiel. Und bitte, Leute, schreibt jetzt nicht die Kommentare. Ja, du hast ja Shakes & Fidget schlecht geredet. De-Abo. Das war nicht so gemeint. Ich versuche nur ein paar Ideen einzubringen, wie man vielleicht das Spiel verbessern kann. Vielleicht guckt ja ein Player-Mitarbeiter gerade dieses Video und denkt sich, ja, das sind gute Ideen. Obwohl die eh schon, glaube ich, jeder gepostet hat. Oh, das war knapp. Im Forum oder so. Aber ich meine nur, ne? Man kann sich ja mal Gedanken machen. Und die Frage an euch im Video. Was wünscht ihr euch, was man in Shakes and Fidget noch einbauen sollte? Sagt ihr auch, ja, also sowas wie bei, ich beziehe es leider auf Hero Zero, weil Hero Zero verdammt ähnlich ist wie Shakes and Fidget. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so oft genannt habe. Sagt ihr zum Beispiel, ne, also sagt ihr, ja, so ein Schurke, sowas ähnliches, Special Mob, Special Belohnung, wäre es schon ziemlich cool. Oder sagt ihr, nee, es soll so bleiben. Also ich finde, Shakes and Fidget soll so bleiben, es ist ziemlich cool. Na gut, ich sag mal, als 100 Alu-Char oder 100 Alu-Spieler gibt's viele Möglichkeiten. Da ist man erst nach 3 Jahren fertig oder so. Aber wenn man 300 Alu durchgehend spielt, wie ich, fast 290 hier schon ankratzt, dann wird's so langsam eintönig, wenn ich ehrlich bin. Es wird langsam eintönig. Natürlich habe ich deswegen mehrere Server und es wird nicht ganz so eintönig. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich echt freuen. Beziehungsweise schreibt hinein, was ihr für Ideen habt oder was ihr gerne in Shakes and Fidget sehen möchtet. Also jetzt sehen möchtet nicht quasi, was ich zeigen soll, sondern was Player Games noch in Shakes and Fidget einbauen sollte. Eurer Meinung nach. So, das ist der richtige Ausdruck. Server 23. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auf Server 23 Items, die ins Toilettchen rein hinein geschmissen werden. Intelligenz 547. Oh, die Items werden so langsam besser wie meine EP. Oh, ein Trank des ewigen Lebens. Leider für Pilzi. Wie lange hält meiner denn noch? Meiner hält noch bis zum 19.8. Das ist natürlich noch eine andere Nummer. Den Rest können wir nicht gebrauchen in der Gilde. Die Zuschauer. Lars der Playboy. Lars suchtet Porn. Ey, das ist unfassbar. Ich bin übrigens. Sieht man das hier noch? Nein. Ich bin Stufe 269 doch heute geworden. Natürlich bin ich das. Vielleicht nun wird Pocahontas endlich fallen. Bald Stufe 270. Und das wird sehr interessant. Wir können mal wieder Dungeons angehen. Auf Server 22 oder auf Server 23, da freut ihr euch doch bestimmt, oder? Dungeons. Mir fällt gerade auf, meine Maus ist ziemlich laut. Und irgendwie ist mein Mausrad total abgenutzt. Fällt mir auch gerade so auf. Das merkt man immer, wenn man kein Headset auf hat. Und keine Musik laut hat. Oh, der Flo. Nein, Flo, warum hast du mich weggegritten mit deinen 4 Bärten? Oder ich sag schon wieder Bärten. Bärten. Die Mehrzahl von ein Bart ist 2 Bärte. Doch, Bärte. Bärte. Er hat 4 Bärte. Lars guckt Porno schreiben, bevor er aufnimmt. Nie mit euren Pornos, hört doch mal auf. Reh schreibt da, der Killer 12. Was können wir noch machen? Wir haben Waffen, Zauberladen, Post, Gilde, Dungeon noch nicht. Arena haben wir auch gemacht, auch verloren. Klo waren wir auch schon im Dungeon. Wie gesagt, Pocahontas, vielleicht fällt sie nun dadurch, dass wir halt die Möglichkeit haben, beziehungsweise Stufe 269 geworden sind. Aber der Kundi haut keinen raus. Der Kundi muss dann raushauen. Also wenn der Kundi keinen raushaut, wird das nichts. Kundi hauen raus. Kundi, 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 Kundi. Not nice. Jetzt. Nein. Los, Kundi, jetzt zeig, was du kannst. Bitte, 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 Kundi, 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 Kundi. Ist immer noch der Krieger übrigens, aber ich sage immer nur Kundi, Kundi, Kundi. Oh Gott. Kundi, Kundi. 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 Kundi, Kundi, Kundi. Scheiß Kundi. Drecksscheiße hier. Kann die jetzt mal fallen? Die war gerade so knapp, die soll fallen. Ich will die nicht mehr sehen, obwohl ich will sie doch öfter sehen, aber ich will sie lieber nackt sehen. Nein, jetzt.
Ich möchte doch gerne mit ihr. Das ist auch alles so pervers. Es ist so pervers, was ich mache. Jetzt kill den Scheiß. Ich schwitze hier. Ich schmelze auf meinen Stuhl. Ach, fick dich doch, du alte Schlampi. Weiter geht's zu Server 24. Und auf Server 24, dort besitzen wir ebenfalls eine Toilette. Der Lars ist ein erfahrener Shakes and Fidget-Spieler und er schmeißt gerne was in die Toilette. Denn, wie jeder weiß, in der Toilette bekommen wir eine Aura. Sobald diese Aura hoch genug ist, können wir alles one-hitten. Und der Lars kann immer alles one-hitten. Charakter? Ne. Zwei Bären? Hallo, ich bin der Bruno. Ich bin ja auch der Bruno. Ich mag dich. Ich finde dich voll toll. Ich bin dich gerade voll aufgedreht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich gerade gepennt habe. Ich bin wie so ein kleines Kind, was aufwacht. Ich bin so hyper. Mir fällt das Wort gar nicht ein. Aber ich bin so unglaublich aufgedreht, weil ich gerade geschlafen habe. Ich finde es aber geil, wenn man einpennt. Einfach so, ohne jeden Grund. Ohne jeden Grund einpennt, ist auch sehr ein guter Ausdruck, aber es war nicht geplant. Von der Arbeit wieder da, habe ich bis, ich kann ja kurz meinen Tagesablauf, war ich wieder da, um 11:30 Uhr. Ich muss ja nur bis 11 Uhr arbeiten. 11:15 Uhr ist ja nichts für mich. Dafür aber um 2 Uhr aufstehen, yay! Und dann war ich wieder da und habe dann so ein paar Sachen gemacht, ne, so, hab voll LOL gespielt, man, hab 3 Games gemacht, 2 gewonnen. Und dann war ich schlafen. Nein, dann bin ich irgendwann eingepennt, wo ich dann mir YouTube-Videos angeguckt habe. Natürlich, wenn man sich dann hinlegt, das kann natürlich böse enden. Hast du endlich meine Post gelesen? Der ist pink. Da steht bestimmt drin, du bist ein Hero Zero im Video lesen. What the fuck? Biver? Hm? Ich habe gerade Hero Zero angesprochen. Zum dritten Mal, bitte lesen. Panda Z. Nein, ich habe die Post noch nicht. Dreamscape 28 Drakensang, kommst du mir helfen? So, das ist so ein anderer Dreamscape. Dreamscape 28 auf Server 24. Das wird bestimmt der echte sein. Auf jeden Fall. Waffen, Zauberladen hatten wir damit abgecheckt. Klo waren wir auch. Was war das? Arena-Kampf, halt, stopp. Vorher skillen wir noch. Und da müssen ein bisschen niemand zu Gänge kommen. Ich laber die ganze Zeit nur Scheiße und spiel gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Gewonnen. Sehr schön. Dungeon. Skelettkämpfer. Ist noch nicht drin. Lass die Skelettkämpfer noch aussehen vor. Server 2 UK. United fucking Kingdom. Nichts fürs Klo, dann was besorgen. Eine sehr gute Kombination. Also diese hellen Stiefel der Schlaumeis müssen sich alle kaufen. Also das sind die besten Stats, die es gibt. Denn Intelligenz und Stärke braucht jeder Krieger. Beste Kombination. Weil die so geil sind, kaufe ich mir die jetzt. Nur weil sie so geil sind. Hier ein großer XXL. Oh, ich habe keine. Was? Habe ich meine Alu hier gar nicht gespielt oder was? Doch, habe ich. Habe ich kein Gold mehr? Habe ich jetzt ungehofft geskillt, was ich gar nicht wollte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist okay. Waffenzauberladen kann mir den großen XXL-Trank nicht leisten, was natürlich richtig fail ist. Ich sollte mir selber die Kugel geben. Gilde, gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Nein. Blöd. Zur Verteidigung melden, ein Pilz spenden, Arena-Kampf gegen den Banku. Gewinnen wir den? Ja. Das reicht aber nicht. Den Rest verskillen wir dann eben. Weg mit dem ganzen Scheiß, ich kann mir ja eh keinen großen XXL-Trank leisten. Oh yeah, Menschenfresser, der wird auch nicht fallen. Können wir einen Try machen? Ne, kannst du vergessen. Server 8 US. Und ich schließe mal gerade hier ein paar Tabs. Tabs, Alter, ist voll die Tabs. Voll die Strapsen hast du auf. Jetzt auf einmal dunkel, okay. Server 8 US, jetzt ist auf einmal dunkel hier, warum auch immer. Dort schmeißen die was hinein. Ist doch gerade hell in USA. Warum ist denn das jetzt dunkel da? 510, ich dachte gerade, ich hätte gerade 516 gelesen. 516 von 600, wie soll das denn gehen? Das kann weg, das können wir morgen ins Klo schmeißen, wenn wir das gerne möchten. Im Waffen- und Zauberladen finden wir wie immer natürlich unglaublich geile Items, die wir sofort austauschen. Och, das ist gut. Ein kleines, aber feines Update. Sehr schön, Zauberladen. Oh nein, ich dachte jetzt für keine Pilze. Es wäre der Jackpot des Tages. Soll ich mir kaufen für 33 Pilze? Ich mache es einfach. Wisst ihr was? Ich kaufe mir das Ding. Das ist mir scheißegal. Server 8 US. Pilze rausgekloppt. Mir scheißegal, Mann. Nimm ich mit. Das verkaufe ich. Jetzt wird noch ein großer XXL-Trank. Einmal blättern bitte. Und da ist er. Och, ist das heute gut. Das ist unfassbar gut. Da kommt er einfach. Brauche ich noch einen? Da kommt er. Was ist hier hinter? Nichts. Noch was mit Intelligenz. Nein, vielleicht können wir jetzt im Dungeon was legen. Da bin ich ja mal gespannt. In der Gilde. Habe ich schon was ins Klo geschmissen? Ja, und der Biber hat ihn gekillt. Angriff melden. Sehr schön. Hey Lars, ich müsste was zugeben, die Gilde ist richtig
Stark. Hast du den? Was denn? Angriff? Den hat Biver gestartet. Meint Biver vielleicht Angriff auf Superpowers? Nein, das ist die starke Gilde. Also ich glaube, dies hat er gemeint. Eine sehr, sehr starke Gilde. Habe ich jetzt was ins Klo geschmissen? Der Call of Duty Fisch ist auch wieder am Start. Ja. Skillen. Intelligenz. Ja, wir haben nicht mehr viel zu skillen. Wir haben alles gekauft, was wir brauchen. Da gewinnen wir gegen Augenklappenboy, gegen Piraten. Und nun der Nachttroll vielleicht mit dem großen Tränkil. Oh, lass mich mal bitte. Also er kann jetzt fallen. Ach, fuck. Jetzt komm. Bitte. Ach, fick dich doch. Ich mach noch zwei, drei Tries. Ne. Ein noch. Oh, ein noch. Jetzt. Ich muss anfangen, du dreckiger Bastard. Ich muss anfangen, du dreckiger Bastard. Lass mich anfangen, du dreckiger Bastard. Ey, ich mach einen schon, bis ich anfange. Jetzt. Ach, fick dich doch, du elendiger Scheiß-Nachttroll. Ich hasse Trolle. Ich hasse Trolle. Ja, machen wir weiter mit Server 27. Auf Server 27 gibt es noch kein Klo, denn hier sind wir Level 98. In der Gilde haben wir einen Angriff und gerade ist jemand durch unsere Tür gekommen. Es war ziemlich laut. Wer ist denn da? Da höre ich jemanden. Oh, war das ein Fußball? Da ist jemand wieder da. Mit einem Ball in der Hand. Okay. Das ist ein Update. Kaufen wir den Zahn. Den Zahn. Doch, den Zahn. Ja, ist doch ein Zahn. Das kann dann weg. Hier, was kommt hier raus? Niet, nada, blät, cheat, gar nichts. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil draußen irgendjemand gerade durch unsere Haustür gekommen ist. Also nicht unsere Haustür, sondern durch unsere Gartentür. Die quietscht immer ziemlich raus. So, quietsch. Ich hoffe, vielleicht habt ihr so gehört mit diesem unglaublich genialen großen Membran-Mikrofon. Das kann sogar sein. Wir skillen. Genau, das gehen wir. Arena-Kampf gegen den Diagoro. Haben wir verloren. Sehr schön. 82% in der Gilde. War ich schon. Haben mich gemeldet. Bei. Nein, ich bin nicht bei Hangover hier. Bei die Zuschauer. Oh. Sonst können wir. Die Stadtwache ist drin. Im Dungeon hätten wir ganz viele Tries. Ich glaube, als nächstes der Seeräuberhauptmann. Welches Level ist der Seeräuberhauptmann? Stufe 110 und wurde schon in Richtung Hölle geschickt. Du fucking Seeräuber. Ich hab dir voll blöd in den Popo gefickt. Tränkemäßig habe ich alles drin. Server 27 Gildeninfo Video bitte anschauen. Das ist ein bisschen älter, das kann ich rauslöschen. Das ist schon noch von vor 2 Jahren. Oh, Dankeschön. Regenbogenboy. Das ist auch auf jeden Fall kein schwuler Name. Also Regenbogenboy ist kein schwuler Name, auf gar keinen Fall. Was haben wir noch? Wir haben Schleim Blob. Wir haben Dragor der Wümpfe, wir haben Feuerstachelskorpion. Feuerstachelskorpion. I. Er ist auch da. Stufe 99. Der Drache der Sümpfe ist 108 und fällt auch, gibt uns ein weiteres episches Item, nicht episches, denn wir benutzen es. Stufe 99, noch ein Level bis zur Toilette. Der Gremlin. Der Gremlin ist Stufe 118 und fällt leider nicht. Sehr schön. Wieso schreibst du eigentlich nie zurück? Genau. Warum machst du das, Lars? Nie antworten. Entschuldigung. Server 28. So, tschüss. Dort gibt es ein Klo. Nein, gibt es nicht. Wir sind Level. Oh, wir haben ja ein neues Spiegelteil. Wir sind Level 68. Haben hier Schuhe, die können weg. Haben hier einen Trank. Warum habe ich eigentlich noch die ganzen Epics hier? Weg. Weg. Ich brauche doch Platz im Inventar. Ich muss doch meine ganzen Spiegelteile hier aufsammeln, damit ihr noch seht und irgendwann dieses unglaublich geniale Geräusch hört, wenn ein Spiegel fertig ist. Like. Nein, so hört sich nicht an, aber es hört sich ziemlich komisch an. Es hört sich verdammt komisch an. Hier ist ein Trank. Habe ich einen Trank drin? Ja, hab ich. Der kann dann weg. Waffenzauberladen somit nichts, weil wir gerade etwas übersehen. Ich bin echt drüber gerusht. Arena-Kampf gegen Gary? Nein. Er ist in der Gilde vorbeigeschaut. Bei I got the Hangover. Wow. Und schon wieder hat jemand die Gilde verlassen. Ich glaube, so langsam wollen die alle nicht mehr. Seit wann bin ich erste Seite hier auf diesen Gilde? Ich war noch nie erste Seite hier. Ich glaube, die Gilde ist nicht mehr ganz so
akzeptabel, doch akzeptabel noch, aber sie ist halt zurzeit, jetzt kommt wieder, na, du alter Gildenhopper, nein, die ist zurzeit, die bricht auseinander. Oh ja. Tschüss, ihr Lieben. Es lieben alle. Es lieben alle. Hey Lars, wusch los. Wusch los. Dungeon. Dungeon. Als nächstes musst du die Klapperkobra angreifen, Stufe 72. Dankeschön. Waffenzauberladen hatten wir somit. Arena-Kampf hatten wir noch nicht. Wir skillen aber vorher, und zwar skillen wir vorher alles rein. Intelligenz, Ausdauer und Glück. Man, haben wir viel Gold. Wir skillen alles. Habe ich denn so viel Gold? Arena-Kampf gegen Kaelio. Gewinnen wir natürlich. Sammler Album Hüfti auf 76,4%. Und ich spreche wie ein deutscher Rapper. Wer kommt denn nun? Wer kommt denn nun? Die Schlitzechse ist Level 78 und sie will nicht fallen. So ein blöder Kack. 78, der Monster ist zwei. Ah, das ist natürlich blöd. Ich glaube, die Schlitz. Ach, verdammt. Wir können den Schlitzer nicht. Doch! Das war ein Leck. Ich will den Schlitzer jetzt umklatschen, aber der Schlitzer will nicht fallen. Okay. Dann eben nicht. Der letzte Server, den wir heute machen, ist Server 26. Ich aktualisiere mal eben. Denn der Browser sagt mal wieder, Flash sagt mal wieder, ich bin heute schon langsam. Warum? Weiß ich nicht. Mein PC ist so warm, deswegen. Oh. Oh. Hi. Wir können irgendwann... Okay, es war drin. 575 von 600. Wir können bald wieder spülen. Das kann weg. Das kann weg. Was haben wir so viele Items schon wieder im Inventar? Meine Fresse. Okay, Zauberladen. Brauchen wir. 445 brauchen wir auch. Das war Stärke, ne? Ja. Bevor ich was Falsches hier anziehe. Der Drang des ewigen Lebens ist ausgelaufen. Der Drang des ewigen Lebens ist ausgelaufen. Und ein Epic. Ja, also, nö, dann nehmen wir mal lieber ein Epic. Haben wir Blätter und eben Epic bekommen. Ist ja NP für uns. Ist doch alles NP. Ich brauche einen Trank des ewigen Lebens. Dürfte ich denn diesen jetzt eben bekommen? Ich will nicht ganz zu so viel blättern. Von daher gib ihn mir einfach. Vielleicht hier hinter? Nein. Vielleicht jetzt? Da ist er doch. Oh, für 15 Pilze. Oh, meine ganzen Pilze. Sie verschwinden wieder Richtung Hölle. Dort frisst nämlich Satan gerne Pilze. Können wir diesen Ring unseren... Ja, würde ich mal sagen. Was hat der denn hier? Oh, muss ich fast rübsen, Entschuldigung. Das kann weg. Ups. Das kann ich morgen ins Klo schmeißen. Der Ring, der lächelt so komisch. Die Kobra ist auch am Start. Zauberwaffenladen somit abgecheckt und wir haben sogar ein Epic bekommen, was wir natürlich ziemlich gut finden. Ich bin gerade... Nein, ich spreche lieber nicht darüber. Ich spreche lieber nicht über dieses Thema, weil sonst werden sich alle nur aufregen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren natürlich im Waffenzauberladen hatten wir Gilde. Angriff auf tierisch gut. Es ist ziemlich tierisch gut. Tierisch gut. Ich mag Tiere übrigens. Ich habe letztens wieder bei Bild gesehen, einen Bericht, erst wurden wir wieder Tiere aus irgendeinem Auto oder nicht Keller, sondern irgendwie unterm Dach, Geschoss, Wohnung, Shit, wo ganz warm ist, gerettet. Ich finde es total arm. Warum steckt man Hunde allein oder kleine Kinder? Wie kann man kleine Kinder bei diesen Temperaturen draußen auf dem Parkplatz stehen lassen, mitten in der Sonne? Oder Hunde oder so allgemein. Die verrecken da elendig. Hunde und so im Auto jetzt in der Hitze und nicht mal Fenster runter oder ich habe keine Ahnung, die verrecken da elendig, die gehen kaputt, die sterben da drin. Also ich stelle mir das vor, das ist kein schöner Tod. Boah, also ganz ehrlich, wenn ich das sehen würde, dass jemand das extra macht, keine Ahnung, mit Absicht, ich glaube, ich würde ihn da selber reinstecken und Schlüssel und alles so, ne, und Elektroschrott machen, dass er nie wieder rauskommt, mal schon, wie lange er aushält, ne. Ist ein bisschen hart, aber so ist es halt, ne? Was man einen antut, sollte man ihm quasi selber antun. Ich bin auch der Meinung, wenn jemand einen Mord begeht, wirklich einen Mord und nicht irgendwie verteidigt sich und aus Versehen, keine Ahnung, kann man jemanden aus Versehen töten? Scheinbar schon. Es gibt ja solche Fälle. Aber wenn jemand vorsätzlich jemanden tötet, vorsätzlich, er hat das sogar geplant und alles, einfach Mord. Nicht 25 Jahre in den Knast zu schicken, sondern... Wer jemand tötet, der ein Leben auslöscht, Entschuldigung, der muss auch ausgelöscht werden, oder nicht? Also ich bin ein Fürworter für die Todesstrafe. Sagt ihr alle, verdammte Scheiße, Lars, du bist für die Todesstrafe? Ja. Bin ich. Ist da was bei? Ist meine Meinung. Ich bin für die Todesstrafe. Wenn jemanden umbringt, dann soll er auch sterben, ganz einfach. Leben für ein Leben. Fertig. Punkt aus. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie geistig behindert ist oder irgendwie andere Aspekte noch dazukommen, dann natürlich nicht. Dann muss man das Ganze überdenken. Aber wenn jemand vorsätzlich jemanden tötet und dieses auch geplant hat, dann soll er auch sterben. Am besten noch, wenn jemand, sage ich, jemanden absticht oder so,
dann soll er auch abgestochen werden. Ganz einfach. Genauso sterben, wie er ihn getötet hat. Aber das ist ja bestimmt nicht ganz so human natürlich. Aber warum nicht? Also, so ist es halt, ne? Wenn ich höre, ja, irgendwie lese ich in der Zeitung oder so, Mann zündet Frau an oder so ein Scheiß. Frau verbrennt und stirbt. Hallo? Jemanden anzünden? Seid ihr nur ganz... Das ist doch völlig... Ganz ehrlich, wie kann man jemanden anzünden? Wie kann man so drauf kommen, jemanden anzuzünden? Oh, der fällt. Oh, holy moly. Für unser Magier was Neues, sehr schön. Magia bekommt neue Schuhe. Jetzt achte ich auch drauf. Ja, die sind besser. Seht ihr, die sind besser. 260, 314. Siehst du, habe ich nicht was Schlechteres ausgetauscht. Hihihi. Sehr schön. Die Schneekönigin. Habe ich schon geskillt? Vor lauter Rumgelaber hier über Todesstrafen und andere Leute abschlachten. Ja, wir schlachten gerne Leute ab. Wir sind Gamer und wie jeder weiß, Gamer sind Massenmörder. Ich werde morgen in meine alte Schule gehen und einen Selbstmord begehen, indem ich noch 12 andere kleine 12-jährige Kinder mitnehme. Ist auch so unsinnig. Warum geht man in eine Schule, wenn man schon erwachsen ist oder allgemein, wenn man Probleme mit seinem Leben hat und tötet dort kleine Kinder? Die haben nichts vom Leben gehabt und dann soll man die töten. Das ist schwachsinnig, ey. Ich kann uns so dumm nennen. Egal. Ich würde mal sagen, wir sind fertig mit Shakes and Fidget für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wieder freuen, wenn ihr das Ganze bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und nice. Haust rein.